haben wir gesagt 20 mm, ne? 20er Fräser, Nutfräser. So, fest. Ja. 7 mm. Da habe ich jetzt auch kein bestimmtes Maß. Ich würde das einfach jetzt so festziehen. So, wenn ich jetzt so eine Nut an der Tischkreissäge herstellen wollen würde, würde das sicherlich funktionieren, aber so sauber, so exakt würde ich das wahrscheinlich nicht hinbekommen. Oder man müsste wirklich sehr viel nacharbeiten. Jetzt nehme ich mir mal gerade die Leiste, die ich zugesägt habe und schaue, ob die da reinpasst. Die passt da super rein, die ist auch, da ist auch ein bisschen Spiel, genauso wie wir es haben wollten. Bitte. So. Ah, geil. Geil. Und jetzt könnte ich einfach meine Sachen da reinlegen. Meine Fräser. Das. Dafür kann man da schöne Fächer reinbauen, wo man die Sachen ordentlich reinlegen kann. Das ist so die einfache Möglichkeit, sich eine Schublade zu bauen. Und unten, ja, unten kann man dann andere Sachen reintun. Vielleicht setze ich da mal einen Kompressor rein, der passt da gar nicht rein. Quatsch, kein Müll-Army. Natürlich habe ich noch ein paar Reste rumliegen gehabt und werde jetzt hier die Blende davor machen. Ich muss das kurz noch ein paar Millimeter kürzer sägen. So. Unten bündig mit dem Schubkasten. So, der Abstand stimmt. Hier und da. Unten ist es bündig, also können wir das jetzt festziehen. Prüfen das unten nochmal. Perfekt. Rein damit. So, die Mitte von der Blende sind 3 mal die 3. 3, 3, 3, 3. 1, 2, 3. Dann ziehen wir uns hier eine ganz dünne Linie. Bohren jetzt in die Mitte von dem Griff. Das ist bombenfest. Fertig! Endlich, ja, endlich. Ich hätte das viel, viel früher machen sollen. So ein Frästisch bietet natürlich jede Menge Vorteile. Das habe ich gestern nochmal getestet und festgestellt, was für ein geiles Ding das ist. Ob man das jetzt fertig kauft oder selbst baut, das ist natürlich jedem selbst überlassen, was er mit seinem Geld macht. Mit der Schublade, da habt ihr auch gesehen, dass ich da eine Leiste dran verleimt habe. Denn die Blende vorne, die wird nämlich weggelassen. Da ich ständig nämlich für den Fräserwechsel an die Arretierung dran muss. Und da würde mich diese Blende vorne einfach nur stören. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder kommentiert, mir einen Daumen nach oben gibt. beziehungsweise eure Erfahrungen mit eurem Fräser, Frästisch einfach in die Kommentare schreibt. Ich wünsche euch einen angenehmen, schönen Tag, eine Restwoche. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Bye bye. Güle güle.